Servus. Du kannst reden. Der redet nicht. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, heute wieder im Speziellen die Freunde des Damen-Eishockeys. Wir freuen uns hier in der Steindorfer Halle, in der Ossiahasee-Halle, auf ein tolles Spiel in der European Women's Hockey League. Ein tolles Spiel mit einem klaren Favoriten, nämlich mit MHC Budapest, die heute hier von den KIHV Lakers empfangen werden. Es gab ja schon ein Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften, das haben die Ungarinnen in Budapest mit 7:0 für sich entschieden. Aber heute, ich bin sehr optimistisch, dass die Lakers heute hier mithalten können und vielleicht sogar eine kleine Überraschung liefern können. Und das, obwohl bei den Lakers wie immer wieder ein paar wichtige Damen nicht mit dabei sind. Schade, schade, schade. Ich würde die Mannschaft von Günther Ruppertsch gerne mal vollzählig erleben. Heute fehlen Emma Hofbauer, Hofbauer und Lena Dauböck zum Beispiel. Und es ist auch nur eine Torfrau da, Nicole Amberger, heute nicht mit von der Partie. In wenigen Minuten geht es hier also los. KIHV Lakers gegen MHC Budapest. Das heißt natürlich auch ein herzliches A heartfully Yo Nap to Hungary. We are looking forward to a, we hope, very good game between the KEHV Lakers and MAC Budapest. Let's see the lineup from the both teams, beginning at the team abroad, beginning at MAC Budapest. Im Tor beginnen die Ungarinnen heute mit Frusina Szabo mit der Nummer 25. Normalerweise ist sie ja der Backup, aber heute übernimmt diese Position Aniko Kristina Nemeth mit der Nummer 1. Die erste Linie, Assistant-Kapitänin Bernadette Nemeth mit der Nummer 2, verteidigt links Jelena Grykovic mit der Nummer 16, verteidigt rechts. Center der ersten Linie ist Sophia Paschmandi mit der 17. Linker Flügel und Topscorerin ist Fanny Garat-Gasparic, die Kapitänin mit der 94. Und rechter Flügel Alexandra Gaui mit der Nummer 93. Zweite Linie, Taylor Baker mit der 14 und Reka Bartosz mit der 8 verteidigen. Center ist Catherine Kennedy mit der 24. Dann haben wir noch eine Topscorerin, die links stürmt. Das ist Nicole Gualiardo. Das ist jetzt der Ehrenwurf durch den Kärntner Eishockey-Präsidenten, durch Michi Herzog-Löschnick. Und gleich wird Dominik Hunczek, der Referee dieser Begegnung, das Eröffnungspulli vornehmen. Jetzt haben wir noch eine dritte Linie bei den Ungarinnen. Maja Feksche mit der 21, dann und Boglarka Bahicki-Tot mit der 41 in der Verteidigung. Centerin ist Tamara Gondosz mit der 13 und Orsolia Varadi mit der 71 und Milica Welczek mit der 37 stürmen auf den Flügeln. Teammanager ist Renata Urban, Headcoach ist Andras Kisch und Assistant-Coach Daniel Papp. Geleitet wird die Partie, wie gesagt, von Dominik Hunczek, unterstützt an den Linien von Herbert Eicher und David Meich. Und jetzt zur Aufstellung der Damen der KIHV Lakers. Im Tor Anja Adamic, die Teamtorhüterin mit der Nummer 81. Erste Linie, da verteidigt Christina Schusser, die Assistant-Kapitänin mit der 9 und Olivia Bryant
die heuer neu zur Mannschaft gestoßen ist, mit der Nummer 11. Centerin ist Valentina Ropac mit der Nummer 6, Assistant-Kapitänin. Linker Flügel ist Vanessa Simonis und rechter Flügel Kalia Pedersen mit der 22, die auch für die nötigen Tore sorgen soll. Zweite Linie, Kapitänin Alessandra Lopez mit der 71 und Beate Zagare, die Lettin mit der 13, verteidigen. Centerin ist Kelsey Socchio, die Deutsche mit der Nummer 20. Am linken Flügel Claudia Schusser mit der 29 und Hayley Payne, auch ein Neuzugang mit der Nummer 3 am rechten Flügel. Und dann haben wir noch vier Spielerinnen, eine rechte Verteidigerin, das ist die Ilvi Fuchs mit der Nummer 4. Centerin ist die Tamina Schall mit der 5, Zoe Hobic mit der Nummer 10, stürmt links. Und Emma Lindner, das Küken im Team, sie stürmt mit der Nummer 18. Teammanager ist Margit Schwarz und Headcoach ist natürlich der Günther Ropac. Brian. Ja, bist du jetzt fertig mit den ganzen Aufstellungen, lieber Rüdiger? Ja, bin ich, lieber Ernst. Wunderbar. Ernstum. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass du heute wieder neben mir sitzen darfst. Gestern gab es ja auch einen Stream hier aus Steindorf, da gab es ein 0:6 und Ausfälle im Internet. Deswegen haben wir den Stream heute kostenlos angeboten und heute läuft es, glaube ich, ganz rund. Und wunderbar, und dann bitten wir euch, die ihr alle zuschaut, bitte teilen den Stream, damit den Link, damit die möglichst viele Leute zuschauen können. Ja, gestern das 0:6 gegen die Sabres, die heuer ja die Meisterschaft zumindest bisher dominieren. Weißt du, wie viele Gegentore die schon bekommen haben in den ersten 6 Spielen? Wie soll ich das wissen? Die meine Tordifferenz nach 6 Spielen von 36-0. Okay. Das heißt, plus 30 habe ich ja gelesen. Ich konnte mich ja nicht so akribisch vorbereiten auf die Spiele, wie du das immer machst. Weil du ja kurzerhand absagen musstest wegen einem Präsidenten-Tennis-Match. Und es gibt jetzt eine Strafe. Und hinaus muss die Nummer 17. Sophia Paschmandi, Center in der ersten Linie. Gestern im Spiel gab es nur 2 Strafen im gesamten Spiel, beide gegen die Lakers. Die Lakers bisher, ist wurscht wie viele Versuche, ein Powerplay-Tor haben sie heuer schon. Aber die Ungarinnen mit einer Powerplay-Quote von über 50%, also da müssen sie aufpassen, die jungen Damen. Jetzt aber gleich einmal gut aufgestellt, gute Position gefunden. Aber das Viereck von MAC Budapest, die machen den Slot da sehr gut zu. Und etwas ungenau dieser Pass, und Socchio muss neu aufbauen. Hayley Payne. Alessandra Lopez, die Kapitänin, Kelsey Socchio, sie sicher. Eine der Damen mit dem besten Schuss in dieser EBHL. Die Deutsche, die ja seit der letzten Saison hier bei den KIHV Lakers spielt. Die Lakers ja seit dieser Saison ein eigenständiger Club, unterstehen nicht mehr dem Kern-Eishockey-Verband, und jetzt aber aufgepasst. Das hätte gleich eine Konterchance geben können für die Ungarinnen. Gestern haben die Lakers im ersten Drittel etwas Pech gehabt mit einem Lattenschuss. Das Wasser, er hat sich dann so runtergewurzelt, genau auf die Linie hinter der Torfrau. Also da haben sie wirklich Pech gehabt, sonst hätten sie den Zebras das erste Tor einschenken können. Ja, ich habe das natürlich gelesen, dass du das geschrieben hast. Aber der kleine schwarze Kobold will halt oft nicht so, wie es wir gern hätten als Kärntner Eishockey-Fans. Christina Schusser, 5 Sekunden noch Überzahl.
für die Lakers, die ja in diesem ersten Abschnitt in den schwarz-grünen Westen von links nach rechts spielen. Keiner ist in. Baker, Bartosz, Baschmandi, sie war gerade noch auf der Strafbank, Baschmandi. Schönes Solo und dann aber knapp am Tor von Anja Adamic vorbei. Die Anja, der wird heute ja nicht langweilig. Die hat heute schon ein Spiel bestritten. Heute ja hier im Vorfeld das letzte Spiel des Sigi Kehrt Gedenkturniers hier in Steindorf. Sigi Kehrt, ein Schiedsrichter, der vor in Jänner viel zu früh von uns gegangen ist. Und ihm zu gedenken, heuer jetzt hier das zweite Sigi Kehrt Gedenkturnier. Und Anja Adamic spielt diese Saison ja auch in der Division 1 bei Sockerson Steindorf. Und da hat sie heute schon ein ganzes Spiel bestritten, die Anja. Also fleißige junge Dame da im Tor der Lakers. So spannend, du kannst kommentieren, wie das Spiel läuft. Ich habe ein Auge immer auf dem Stream. Immer wenn ich deine Stimme nicht mehr höre am Kontrollmonitor, wird mir gleich schlecht. Aber ich hoffe, der Stream läuft heute durch. Weil, wie hast du draußen gesagt, wir sind nach Steindorf eingebogen und hast gesagt, wieso habe ich jetzt kein Internet? Ja, genau. So war es auch am Handy. Also, wir hoffen, dass das 2,5 Stunden hält. Der Ernst Krawagen hat wie immer alles gemacht. Ist ja da nicht ein kleiner Fuchs, sondern ein großer. Ja, ich habe mein eigenes Netz heute von zu Hause mitgebracht, Kabel verlegt, aufgebaut, hat alles funktioniert. Aber ich merke, es bleibt immer wieder einmal kurz stehen. Vielleicht ist das aber nur an meinem Handy, weil er herinläuft. Lopez! Gute Chance war das für die Kapitänin, die sich ja immer wieder in die Angriffe einschaltet. Und der Günther Roberts auf der Bank, der vulkanisiert schon wieder. Da waren jetzt 3 Verteidigerinnen am Eis. Damit gibt es jetzt das erste Powerplay für die Gäste aus Budapest. Und wie gesagt, bisherige Powerplay-Quote über 50%. Das muss man sich einmal vorstellen, ist eine sensationelle Ausbeute. Gestern haben ja die Ungarinnen auch gespielt, war ein hart umkämpftes Match in Neuberg, das sie aber schlussendlich mit 15:2 für sich entschieden haben. Also so knapp. War nicht so knapp. Aber die Ungarinnen haben gegen die Sabres verloren. Das ist richtig. Ich sage ja, derzeit die Sabres das Maß aller Dinge, aber auch die Wahl, ein Big Save von der Anja Adamic. Aber auch die zweite ungarische Mannschaft, KMH Budapest, noch ungeschlagen, 3 Spiele, 19:4 Tordifferenz. Also es könnte heuer auf ein Duell Sabres gegen KMH Budapest hinauslaufen. Garab Gasparic, die dürfte im Sommer geheiratet haben, letzte Saison war sie noch nur Frau Gasparic. Sollte das so sein, herzliche Gratulation. Oh, das aber da jetzt ein Foul zu geben. Günter Ropatsch gar nicht zufrieden. Und auch Christian Schall, der Vater von der Tamina. Also meiner Meinung nach war das überhaupt kein Foul. Pass auf, jetzt kommt's. Ja, nicht von einem Foul entfernt. Hergefallen. Und gibt's jetzt eine Strafe? Ja. Für was? Kalia Petersen muss da auch raus und jetzt 41 Sekunden noch 5 gegen 3. Ja, da muss man den Günter Ropatsch natürlich recht geben, das war kein Foul. Nie und nimmer.
Also jetzt wieder Schwerstarbeit in den nächsten Minuten für die Anja Adamic. Schauen wir gleich einmal, die Befreiung gelungen. Super. Bartosz. Aufstellung gefunden von den Ungarinnen. 20 Sekunden noch und wieder Anja Adamic. Die ist ja schon warm geschossen von der Partie, die sie heute gespielt hat. Und jetzt geht es gleich weiter. Super blocken sie da, die jungen Kärntnerinnen. Stemmen sich da mit aller Wucht gegen das erste Gegentor. Vierte Spielerin darf jetzt wieder rein und der Nachschuss und wieder geblockt. Und jetzt vielleicht Jesse Socchio. Lopez. Super Einsatz der jungen Damen in Schwarz-Grün. Zagare. Kann mich nur an ihr erstes Spiel erinnern, gegen Aysulu Almaty. Da war sie gerade 8 Stunden im Bus und ist gleich eingelaufen. Da wirkt sie heute um einiges frischer, die junge Lettin. Und nur mehr eine halbe Minute und jetzt ein Icing in Überzahl. Ganz wichtig, super gespielt bisher, dieses Unterzahlspiel von den KIHV Lakers. Jetzt haben wir ja so viele Wiederholungen hier von der Anja Adamic. Jetzt die letzte Szene, wo sie den Schuss wieder blockt und noch ein Hammer von der Nummer 14. Aber zweimal hat die Adamic Anja hier gehalten. Der wir ja natürlich auch gleich von dieser Stelle viel Erfolg wünschen. Steht ja bald die Olympia-Qualifikation mit dem Nationalteam an. Und wieder. Und wieder Anja Adamic, ganz sicher. Da haben wir gestern geraten, wie schwer die Anja Adamic ist und wir haben uns alle auf 41 Kilo geeinigt. Und das dürfte sie auch wirklich haben. Mehr glaube ich nicht, ja. Weil wenn man die junge Dame ohne Torhüterausrüstung sieht, man übersieht sie fast. Ja. Aber mit ihrem charmanten Lächeln natürlich und nicht. Jetzt ist es da. Hey, jetzt ist es da. 0:1, ich glaube, Sofia Paschmandi, die Nummer 17, hat hier den Schuss. Schauen wir uns gleich noch einmal an. In der Wiederholung. Schießt und. Ja. Freie Schussbänder für die Verteidigerinnen und ich glaube die Nummer 17, Paschmandi. Daher weiß Weinmann, stoppt die Torschützin gar nicht an? Ich hoffe doch, dass der Charlie die noch ansagt, aber ich bin mir eh ziemlich sicher, dass es die Centerin der ersten Linie, die Sofia Paschmandi war. Ja. Also die Bestätigung, Sofia Paschmandi da. Goldrichtig gestanden im Powerplay. Rüdiger, das Adlerauge sozusagen. Ja. Aber schade, zwei total unnötige Strafen. Die zweite war keine. Und die erste, da waren auf einmal drei Verteidigerinnen am Eis. Da war der Günther Ropatsch schon das erste Mal böse. Dann noch dieses nie zu gebende Foul von Kalia Pedersen, da war er das zweite Mal böse. Und so wie ich den Günther, unseren Vulkan, kenne,
wird das nicht das letzte Mal heute gewesen sein. Du kannst auch den Mr. Peterson grüßen in Kanada, der schaut uns zu. Ich glaube, das wird wohl der Vater sein. Ich habe ihm Bilder geschickt heute vom gestrigen Spiel von seiner Tochter. Hallo Mr. Peterson, greetings from Carinthia, the most beautiful part of Austria. I hope the game is okay for you and this was never a foul of your daughter. But we'll hope to see a good game here. Emma Lindner. Ja, er schaut das Kanada zu und ich habe gestern geschaut, Ottawa gegen die New York Rangers. Und die Senators waren 2-0 in Führung bis zur 50. Minute und haben dann noch 2-3 verloren. Unglaublich. Uli wieder gewonnen von der Torschützin von Basmandi. Und schon wieder aufgestellt. Und der nächste Treffer, diesmal durch die Nummer 2. Bernadette Nemeth. Da bist du jetzt sicher die Nummer 2, ja? Schauen wir uns das auch in der Wiederholung noch einmal an, wie das Tor entstanden ist. Jo, aus 3-4 Meter. Die Schwer Nummer 2, ja. Wie gesagt, das erste Spiel in Ungarn hat ja 0-7 geendet. Da hat auch die erste Linie 6 Tore gemacht. Auch Nemeth hat 1 gemacht, die jetzt getroffen hat. Basmandi auch 1. Also die erste Linie der Ungarinnen schon Zucker für diese Liga und ganz schwer zu stoppen. Karia Petersen hat da ihr Arbeitsgerät verloren. Für sie kommt jetzt Ilvi Fuchs auf die Platte. Und schon wieder. Die sind richtig torhungrig, die Ungarinnen. Wie gesagt, gestern ein 15. bei Neuberg. Aber super, dass Neuberg wieder dabei ist in dieser Saison. Wir freuen uns über jede neue Mannschaft in der EDHL. Du kennst ja gut aus, warst ja selber Eishockey-Schiedsrichter. Was würde passieren, wenn eine Spielerin den Stock nimmt und den über die Bande legt? 2 Minuten. Und weißt du, wer mir das erzählt hat? Der Siegekehrt. Siegekehrt. Ja. Da hat der Spieler teilweise noch vorgewarnt, greift den Stecken nicht an, ja, ich will ihn nicht weg, und greif ihn nicht an. Der schmeißt ihn nicht einmal über die Bande, sondern legt ihn drüber. 2 Minuten für den Giuseppe Mion zum Beispiel. Ja gut, der Giuseppe Mion kann ich nicht Deutsch, der war Italiener. Aha, ja, okay. Greif den nicht an. Nein, der Giuseppe war schon super. Die Nummer 3 beim VfV, jetzt vielleicht die Chance zum Anschlusstreffer. Ah. Uneigennützig von Kerstin Zocchi, wollte da auf Claudia Schutter aufspielen. Zocchi. Kerstin Zocchi, ob ihr es guten One-Timers immer wieder an der blauen Linie zu finden. Jetzt mit, immer wenn Sagare tief geht, die Lettin, bleibt Zocchio hinten. Also das klappt schon relativ gut. Fekscher hat die Scheibe jetzt tief gebracht, damit die Ungarinnen durchwechseln können. 15 Minuten schon fast vorbei, 2-0 die Führung für die Favoritinnen aus der wunderschönen Donaustadt, muss man wirklich sagen. Super gemacht von Kalia Petersen. Guter Haken innen und der Schuss wird leider abgefälscht. Aber schöne Aktion
Fankerl, ja, die das. Ja, das sind so kleine Nadelstiche, die konnten sie ja gestern auch setzen. Aber für den ganz großen Wurf wird es heuer wahrscheinlich noch nicht reichen bei den. Nein, das glaube ich auch nicht. Das wird noch 2-3 Jahre dauern. Aber es ist besser geworden. Also wir haben ja schon sehr viele Spiele übertragen von den Lakers. Tamina Schall, die war ja auch Fechtmeisterin in ihrer Jugend, das gut gesagt, aber bis 13 Jahre ja. Hat sie auch gefochten, war österreichische Fechtmeisterin. Die Nummer 5, die Tamina, und auch im Eishockey ein riesiges Talent. Die wird sicher noch für Furore sorgen im österreichischen Damen-Eishockey. Ja, in einer Familie ist es, in einer Familie aufzuwachsen, wo der Vater einen Wurm mit dem Puck in der Hand aufwacht, ist das dann nicht allzu schwer. Ja, eben, das hat uns ja auch der Benji Lankinger erzählt, der hat lang vorher gewusst, dass der Papa Eishockeyspieler ist, bevor er gewusst hat, dass der die Post abbringt. Der war übrigens gerade da, mit dem habe ich draußen geklatscht, weil er den jüngeren Bruder abgeholt hat von der U20-Party. Das war das, die beste Frage und vor allem auch die beste Antwort. Für mich dass auch, der ja. Die Post auch noch ausdruckt. Hört ihn an im VSV-Podcast auf der Seite des ECVSV. Auch zu finden auf Spotify, ECVSV, eingeben. Und dann sind dort 3 Folgen online, die der Rüdiger Bratschnig mit dem Rob Daum gemacht hat, dann mit dem Andreas Napokoi, mit dem Benji Lanzinger, mit dem Felix Maxer und noch 2. Johnny Hughes, John Hughes und Rick Schofield. Ja. Jetzt muss Brian raus, 3. Strafe gegen die Lakers. Bitte, liebe Schiri, ist ein bisschen ein Heimvorteil, hätten wir schon gern. Die Mutter von der Tamina ist übrigens auf der Strafbank bei den Ungarinnen. Sehe ich gerade. Kann die so gut Ungarisch? Ja, ja. Eisbeisteig. Ganz sicher, da zuckt die Fahnenhand wieder hoch von der Anja Adamic. Die wollte ja vor der letzten Saison nach Amerika auf eine Universität wechseln. Corona hat das zumindest vorerst zunichte gemacht. Aber wir wünschen ihr, dass ihr großer Traum da noch in Erfüllung geht. Sie hat ja so einen Ehrgeiz und eine tolle Familie als Background. Ja, ich glaube, die macht das schon. Ganz sicher. Ich bin überzeugt. Papa ja ein fantastischer Hautarzt. Ja. Minuten 11 geht es noch, 0-2 steht es, aber du hast früher gesagt, Ernstl, die Lakers spielen viel besser als noch viel, wie soll man sagen, ja, wir viel übertragen reifer jetzt, als noch letzte ja, wir, Saison. Wir übertragen ja da schon die 3. Saison, heuer mehr, voriges Jahr einige Spiele, heuer alle und da sieht man schon eine Entwicklung. Schade, dass sie nie komplett antreten können. Heute mit einer Lena Daubeck, mit einer Emma Hofbauer. Das wäre natürlich schon interessant. Die Lakers sind ja derzeit nur 10. Aber da darf man halt nicht vergessen, die haben bis jetzt nur gegen die Mannschaften gespielt, die ganz oben dabei sein werden. Gegen Almaty aus Kasachstan gab es ein 1-5 und ein 0-4. In Budapest gegen KMH ein 2-9. Gegen MAC ein 0-7, dann gegen die Sabres ein 0-6. Und das einzige Spiel, wo man wirklich was erwarten durfte, gegen die Eagles aus Salzburg, das haben sie 4-3 gewonnen. Ja, war das aber in der Overtime, oder? In der Overtime. Ja, aber sonst wäre ich nämlich ein Sieg in der Overtime, kein Sieg nach 60 Minuten. So irgendwie. Und 2 Punkte haben sie, gell? Wer hat es wohl gemacht in der Overtime? Ja, die Tamina Schall, schätze ich einmal. Alessandra Lopez, ah, die Kapitänin selbst. Da gab es gestern noch Diskussionen. Der Günter Ropatsch nach dem 0-3 Fuchsteufelswild hat sofort nach dem Spiel um das Torvideo gefragt. Und das haben sie dann noch gestern besprochen. Fehleranalyse. Du hast ja gesagt, die Andrea Ropatsch ist krank, die schaut ja dann auch sicher zu. Ja, alles Gute. Liebe Andrea,
von uns gute Besserung. Du fehlst natürlich, wenn ich das gewusst hätte, war ich gar nicht mit aufgefallen. Nein, natürlich wäre ich trotzdem da. Gute Besserung. Ich habe das auch einmal gehabt, also nicht schlucken zu können, das ist ein Horror. Danke, Horror. Tut so weh. Noch 59 Sekunden, 0:2. Ja. Schade. Die Ungarinnen natürlich auch von den Voraussetzungen her. Damen-Eishockey wird in Ungarn vom Staat extrem gefördert, ist als eine der Sportarten ausgesucht worden, wo man sie in der Zukunft. Kalia Pedersen! Jawohl! Kalia Pedersen geht da from coast to coast. Und es steht nur noch 1:2. Super Tor. Schön gemacht. Keine Chance für Frusina Szabo im Tor der Ungarinnen. Und da freut sich die Bank natürlich und auch der Trainer. War das die Pedersen, oder? Ja. Schau, Papa Pedersen, schau genau hin. Und jetzt ist der Punkt. Wunderschön gemacht. Hat sich da die Torfrau ausgeschaut. Wonderful goal from Kalia Pedersen, number 22. Super. Aufgepasst, jetzt weiter konzentriert bleiben, die letzte Minute in diesem ersten Abschnitt. Vanessa Simonis. Noch 13 Sekunden, 11 Sekunden noch. Da darf nichts mehr passieren. 10 Sekunden laufen. Und noch einmal passt Anja Adamitsch da auf. 2 Sekunden, 1 auf. Und aus. Erstes Drittel hier zu Ende. Und die Kärntnerinnen verkaufen ihr Feld so teuer wie möglich. 1:2 steht's nur. Wir machen jetzt auch Pause und sind dann pünktlich zu Beginn des zweiten Abschnitts wieder da. Ja. Ha. Ja. Mikro ist da unten. Na.
hast wieder schöne Brücken gemacht. Thank you.
Vielleicht geht es weiter hier mit dem zweiten Drittel. Rüdiger, wie hat dir das erste Drittel gefallen? Du, sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ich mag ja Damen-Eishockey sowieso, finde ich toll, aber das war ein richtig gutes Drittel und die Kärntnerinnen haben mich sehr positiv überrascht. Weil man dafür jetzt, weil es so schön ist, Entschuldigung, dass ich dich da wieder einmal unterbringe, die Tore einspielen. Das 0:1, also das 1:0 für die Gäste aus Budapest. Du hast gesagt, das hat geschossen die Sofia Bajmandi. Ja. Centerin der ersten Linie, das habe ich mir auch noch gemerkt. Dann ja. Sie spielt ja mit der Garat Gasparic. Die hat ja im ersten Spiel dreimal getroffen. Die hat überhaupt in 3 Spiele 9 Tore und 5 Assists gemacht. Also 14 Wahnsinn. Punkte. Dann hätten wir hier noch das 0:2 anzubieten. Das war dann die Nummer 2. Nummer 2, ja. Die Bernadette Nemeth. Der Schuss aus 3-4 Meter, freie Sicht. Aber ja. Jetzt kommen wir natürlich zum schönsten Tor. Zum Highlight. Spiels, ja. And now our greetings to Bowmanville in Ontario in Canada, to Mr. Peterson. Ja. Weil in Bowmanville ist nämlich die Kalia geboren worden. Okay. Ist 23 Jahre alt, die junge Dame. Das ist der Mr. Ken Peterson. Ken. Er heißt Ken und seine Tochter hat die Nummer 22, ist für mich als VSV-Fan natürlich ein Traum. Ah, okay. Ken Strong. Hast du jetzt das Tor schon eingespielt? Ja, ja, das war schon. Ja. Das war schon. Bitte? Bowmanville, Ontario. Das habe ich natürlich in der Pause gleich schauen müssen. Du bist ein Fuchs. He's a Fox. Schusser, in dem Fall natürlich die Christina Schusser, wenn die Verteidigerin der beiden Schussers gemeint ist. Und das war die Chance zum Ausgleich für die Kalia. Hat sich da den Puck hinterm Tor geschnappt und scheitert dann am Außengestänge. Aber guter Vorcheck, schaut er das an. Toller Einsatz von der Kalia Petersen, da ist sie schon wieder. Olivia Bryant hat da den Puck in der Angriffszone gehalten und starker Auftakt von den KJV Lakers. Cassie Socchio, Schusser. Die Kelsey Socchio ist ganz leicht zu erkennen, nicht nur an der Nummer, sie hat unser Sportfan-Logo als einzige, glaube ich, hinten am Helm auf. Oder sie hat den Helm verkehrt auf, das weiß ich nicht. Ja, die Lakers haben Blut geleckt? Ja, da hat der Vulcano Ropac in der Pause wohl wieder die richtigen Worte gefunden. Jetzt heißt es aber aufpassen, das ist die zweite Topscorerin im Team, die Nicole Guagliardo. Becker hält da die Scheibe im Angriffsdrittel. Lopez, ja auch Teamspielerin, die Alessandra Lopez, natürlich muss man sagen. Ich glaube ja, die Lakers werden sich jetzt von Saison zu Saison sowieso weiterentwickeln und dann mit der Akademie, mit dem Bundesleistungszentrum in Villach wird noch einmal ein richtiger Schub nach oben passieren. Ja, jetzt haben wir die Szene noch einmal, wo du gesagt hast, am Tor hat sie sich das gefischt. Ja, das war eine Riesenchance zum 2:2. Ja, genau. Ah, so knapp. Schade. Du hast ja gesagt, die Lakers werden sich steigern. Es gibt aber auch jetzt in Villach die Lady Hawks und ich weiß, Lady Hawks und Lakers
Das ist nicht gerade Freundschaft. Ja, das weiß ich auch. Schau, was für ein Solo von der Tamina Schall, von der jungen Dame. Die, wie ich schon erwähnt habe, im Fechten österreichische Meisterin war, in ihren Altersklassen sich dann aber entschieden hat, Eishockey ist einfach mein Sport und mit dem Fechten aufgehört hat. Vielleicht ficht sie noch den ein oder anderen Strauß mit ihren Eltern aus, das wird auch kommen. Und die Zoe Hovic, auch ein großes Talent, auch wieder fit zum Glück, muss man sagen. Sehr lange ausgefallen. Die ist auch auf einem richtig guten Weg. Und schon wieder jetzt eine Strafe angezeigt gegen die Lakers. Und super Safe wieder von der Anja Adamic. Und da liegt jetzt eine Spielerin der Lakers. Zwei fahren raus und da stehen noch vier. Was ist da los? Da sind jetzt zwei rausgefahren und es sind vier am Eis. Auf jeden Fall muss einmal Christina Schusser raus. Also, dass der Referee eine Hemdenenz hat, kann man nicht sagen. Aber schauen wir mal, wer ist das? Vanessa Simonis ist da angenommen. Alles Gute von dieser Stelle, Vanessa. Aber hoffen wir natürlich, dass es weitergeht, aber wieder Powerplay. Gibt es Diskussionen zwischen Günter Ropatsch und den Referees? Auch witzig, in der ICEHL ist es auch losgegangen und die 99ers führen nach 1 Minute 25 2-0 gegen Salzburg. Super Abwehr wieder mit den Schlittschuhen von Anja Adamic. Die spielen zwar jetzt ein flottes Powerplay, aber die Schüsse aus dem Winkel, die sind eigentlich für die Anja sicher zu halten. VSV ist übrigens auch nach 7 Sekunden 0-1 hinten. Gegen wen? In Linz. Naja, da haben wir ja noch 59 Minuten und 53 Sekunden. Ja, aber es ist unglaublich. Und schon wieder aufgestellt. Die Ungarinnen. Und immer wieder wird da die Fanny Garat-Gasparic, die führende, die beste Scorerin gesucht. Aber aus dem Winkel wird es für die Fanny schwer, da zu treffen. Hälfte der Strafe ist schon wieder vorbei. Klimasova. Und jetzt die Befreiung von Alessandra Lopez. Jesse Socchio da mit dem Vorcheck. Wichtige Sekunden in Unterzahl wieder gewonnen. 21 Sekunden haben sie noch. Und die Ungarinnen kommen da schnell wieder ins Angriffsdrittel hinein. Wieder Anja Adamic. 7 Sekunden noch Unterzahl, dann hätten wir es überstanden, hoffentlich. Wir haben wieder alles hineingeworfen und dieser Schuss
Geht auch klar über das Tor. Kalia Petersen hilft da jetzt im Slot aus. Das haben wir gut gemacht, gut gelöst. Und wieder keine Strafe gegen die Ungarinnen. Jetzt ist Günter Ruppert aber schon fuchsteufelswild. Jetzt liegt da Becker. Sehr gut gemacht von Tamina Schall. Wichtig da, dass sie diesen Pass abgefangen hat. Jetzt ist das Spiel richtig ausgeglichen. Jetzt jetzt wieder eine Druckphase der Ungarinnen, aber Anja Adamitsch in Hochform. Und jetzt müssen sie mal ein bisschen Ruhe reinbringen ins Spiel. Die junge Tamina Schall macht das wieder voran. Was für ein Solo von Tamina Schall. Übrigens, liebe Zuschauer, die Damen mit den roten Helmen bei den Lechers, die kommen vom KAC. Emma Lindner bringt die Scheibe daraus. Schon wieder über 7 Minuten gespielt. Sehr schnelles Spiel hier in der Ossiacher Seehalle in Steindorf. Und wenn man bedenkt, dass diese Mannschaft gestern 15:2 gewonnen hat in Neuberg, dann weiß man schon, wie stark die KIHV Lechers hier heute auftreten. Ganz stark gemacht. Diesmal von Hele Behn. Gewinnen die Lechers auch, aber natürlich nicht mit plus 13. Ja, war super, dass die Neubergerinnen wieder dabei sind. Die werden auch stärker werden von Jahr zu Jahr. Meiner Meinung nach ist realistisch für die Lechers Salzburg, Neuberg, also auf jeden Fall zweitbestes österreichisches Team zu werden. Auch die Südtirolerinnen sind, glaube ich, schlagbar und Katowice haben sie ja letztes Jahr schon geschlagen. Ja, die Südtirolerinnen haben sie letztes Jahr auch, da haben wir in vieler übertragen, haben sie auch gewonnen. Ja. 11 Minuten 53 auf der Uhr noch im zweiten Drittel. Becker. Und die verriegeln da das Tor von der Anja Adamitsch. Und wenn sie was durchlassen, dann ist die Anja zur Stelle. Super gemacht von Hele Behn. Gibt ihrer Mannschaft zumindest einmal die Chance, wieder durchzuwechseln. Klimasoba. Ich glaube, die Anja Adamitsch wird heute gut schlafen. Rikovic. Und wieder gut geblockt. Und wenn es jetzt schnell geht, vielleicht die Chance. Wieder Kalia Petersen. Schusser kommt damit und Simonis. Aber gut verteidigt von den Magyarinnen. Keinen weiteren Tore noch in diesem zweiten Drittel. Aber Tempo hoch, Einsatz perfekt. Christina Schusser.
Jetzt eine gute Distanz, aber wieder geblockt. Aber die Ungarinnen halten da die Scheibe im Angriffsdrittel. Es ist kein Powerplay, meine lieben Zuschauer. Eising wäre jetzt auch Katastrophe, dann dürften nämlich die Kärntnerinnen nicht wechseln. Jetzt dürfen sie es und wieder die erste Linie am Eis. Das war gestern gegen die Sabres auch zeitweise so, da wurde das Eis richtig aufgemischt in der Verteidigungszone der Lakers. Es hat ein paar Minuten gegeben, da sind sie nicht rausgekommen. Zweites Tor von Sofia Paschmandi und Gasparic Garat sammelt wieder Punkte, auch wenn es nur Assists sind. 3:1, 9 Minuten 35 vor Ende des zweiten Abschnitts. Sofia gleich vom Face-Off weg. Prüft sie da Frusina Szabo. Wieder die Nummer 17, oder? Varadi. Und die Ungarinnen, die lassen jetzt nicht nach. Wollen hier gleich den vierten Treffer drauflegen. Nehmen. Fekse hält da die Scheibe im Angriffsdrittel. Wieder Fekse. Lopez. Schade, Zoe Hobic wäre da in der Mitte frei gewesen. Klimasova. Riesenchance war das jetzt für die Ungarinnen, aber weiter. 1:3 aus Sicht der KHV Lakers. Ah, Sokio wollte da blind weiterspielen auf Hayley Bain, aber der Pass wird abgefangen. Da ist sie wieder, Kelsey Sokio. Arm ist oben und erlaubt der Weitschuss. Dass sie mir regeltechnisch auch mal äußern kann. Sehr intensiv diese Partie, muss ich sagen. Ja. Freut mich. Paschmandi wieder beim Face-Off. Auch da die Ungarinnen, Ligaspitze. Ganz wichtiger, diese Gewinne beim Aufwurf. Bain. Noch immer Bain. A 2-2, Chain, irgendwie eine Nudel, ist wurscht wie. Schusser. Bryant. Gaui. Fanny Garab-Gasparic. Und die ist heute richtig im Spiel, ne? Die Doppeltorschützin Sofia Paschmandi. Wieder ein guter Vorcheck von der Kalia Petersen. Aber boah, die Topscorerin, was für ein Move von Fanny Garab-Gasparic. Scheibe draußen, schade.
Ernstl, weißt du eigentlich, dass die Anja Adamitsch heuer schon ein Tor geschossen hat? Ja, natürlich weiß ich. In der EWHL. Jetzt aber schauen wir zuerst auf die Kalia Pedersen. Auf Lopez, Lopez, Lopez! Scheitert dann, Frusina. Sabo, aber wunderschöne Aktion. Schauen wir uns gleich noch einmal an in der Wiederholung. Kalia Pedersen schnappt sich da den Buch, zieht da links hinunter, sieht, dass Alessandra Lopez mitkommt. Ah, hätte sie da den kleinen schwarzen Kobold auf der Vorhandseite gehabt, hätte es wahrscheinlich gechindert. Aber Backhand ist natürlich schwerer. Aber wirklich toller Auftritt der Lakers hier in der OCHC-Halle in Steindorf. Schuster. Fixe. Da jetzt die Sicht total verstellt gewesen, Anja Adamitsch. Trotzdem Zoe Hovic. Auch noch ganz jung, ich glaube 15, die Zoe. Emma Lindner, 13, also Wahnsinn. Super gemacht von der Zoe Hovic. Aufgepasst, Kennedy. Lindner, stark. Ah, schade. Schade, Pass auf Claudia Schuster, war gut. Und noch einmal. Claudia Schuster bringt die Scheibe tief, damit man durchwechseln kann. Super Leistung der Lakers, auch wenn ich mich wiederhole. Na, ich hoffe auch, dass die Fitness reicht, so ein intensives Spiel über 60 Minuten zu gehen. Also meine Fitness ist gut, deine? Ja, meine auch, aber der Günter Ropatsch ist mit der Trainingsleistung seiner Damen überhaupt nicht zufrieden. Er sagt, sie trainieren viel, viel zu wenig. Ja, das hat er mir ja auch erzählt, weil ich wollte ja gerade erzählen, das hast du jetzt super gemacht, Ernstl, warum die Anja Adamitsch ein Tor geschossen hat. Weil sie in Ungarn im Feld spulen musste, weil nur 10 Damen mitgefahren sind. Das ist jetzt auch keine Strafe. Aber wir wüssten da im Feld spielen mit so einer Schona. Das geht ja nicht. Danke, Ernst. Ein Schelm. Ja, die hat ja kein anderes gewohnt zum Anziehen. Jetzt vielleicht Sokio. Wollte da gleich wieder auf Simone spielen. Fahren aber jetzt zum Wechsel und Valentina Ropatsch, es ist ein Kapitänin. Und jetzt war der Stock da im Gesicht von der Valentina Ropatsch. Das kann ja nicht sein. Also jetzt ist wirklich ein klares Foul. Hoher Stock, da war der Stock am Hals. Also das ist wirklich. Nicht einmal mehr 2,5 Minuten. Unter Anführungszeichen nur ein Tor in diesem zweiten Abschnitt. Die Ungarinnen natürlich überlegen. Aber Einsatz bei den Lakers. Wahnsinn, wie sich die jungen Damen da reinhauen. ½:50 jetzt nur noch auf der Uhr. Und der Treffer, unglücklich. Ich glaube, das war jetzt Jelena Grkovic.
bin gespannt, ob ich jetzt auch wieder richtig geschaut habe. Eine hohe Nummer. Hohe Nummer? Irgendwas 90, so 98. Sehe ich das nicht so genau. 1,45 geht es noch im zweiten Drittel. Gaui. Fanny Garat-Gasparic, also die Torschützin, Assistentin war die Jelena Krikovic. Aber alle vier Tore von der ersten Linie. Wie gesagt, im ersten Spiel hat diese Linie auch 6 Tore gemacht. Letzte Spielminute läuft im zweiten Rücken. Noch einmal eine Chance, abermals Fanny Garat-Gasparic. Was wir bei den Damen nicht sehen werden, ist der Movember. Also im Damen-Eishockey lassen sich die Damen keine Bärte wachsen und wir sind auch sehr froh darüber. Ich spreche jetzt nicht weiter. 32 Sekunden noch im zweiten Abschnitt. Da würden dann einige Conchitas herumlaufen. Das wäre nicht schön. Das wird man nicht voll. Na. Und wieder Anja Adamic. Sie wieder ohne Fehl und Tadel, muss man sagen. 12 Sekunden geht's noch, kommt noch einmal die zweite Linie. Raus, na, da hat man jetzt ein bisschen umgestellt. Bryant und Lopez in der Verteidigung und Pedersen, Samonis und Tamina Schall. Für die letzten 12 Sekunden die Angreiferinnen. Becker. Schwer dieser Buch zu halten für Anja Adamic, hat den erst sehr spät gesehen. Und das zweite Drittel ist vorbei. 4:1 für die Favoritinnen aus Budapest. Wir machen jetzt auch wieder eine kurze Pause und sind dann pünktlich zu Beginn des dritten Abschnitts wieder da. Jetzt habe ich wieder was entdeckt. Die Kelsey Socchio, habe ich gesagt, der hat das Logo hinten oben. Hat sie nicht. Sie hat es hinten und vorn oben. Damit sie weiß, wo vorne und hinten ist. Das gefällt mir. Kelsey Socchio. Thank you.
Thank you.
Herzlich willkommen zurück, liebe Eishockey-Freunde. 1:4 steht hier in der Ossi-Hase-Halle in Steindorf zwischen den KIHV Lakers und den Clan-Favoriten, dem MAC Budapest. Aber wir haben bis jetzt ein sehr intensives Spiel gesehen mit einer tollen Torhüterleistung von Anja Adamic, mit einer tollen kämpferischen Leistung der Lakers, die schon wahnsinnig viele Schüsse weggeblockt haben. Und schauen wir mal, wie es hier im dritten Abschnitt weitergeht. Ernstl, wie hat mir das Spiel bis jetzt gefallen? Ich habe das ja früher gesagt, also ich kann jetzt nur deine Worte anschließen, sehr intensiv, es geht hin und her, Mozart-Tempo, gefällt mir super gut, wirklich. Das 1:4 ist ein bisschen zu hoch. Ja, da war die Riesenchance von der Alessandra Lopez nach dem Konter mit der Kalia Petersen, aber vielleicht haut es ja jetzt hin mit noch ein, zwei Reittörchen. Für die Lakers. Verdient hätten sie sich's auf jeden Fall. Ja, natürlich. Wir haben draußen auch ein bisschen gesprochen. Vielleicht haben die Schiedsrichter jetzt auch ein wacheres Auge, dass sie ein sehr schieres Foul nicht gesehen haben, wo der Stock am Hals war. Ja, das, weil es so gefährlich ist auch. Da ist auch kein Foul, völlig zu Recht. Lopez wartet da, schade. Hätte schon wieder krachen können, Alessandra Lopez. Wird aber da in letzter Sekunde gestört. Und schon wieder die Lakers. Also die haben auch das zweite Drittel ganz stark begonnen. Die Damen in Schwarz und Grün. Aber bei den Ungarinnen natürlich sieht man da, da ist Qualität von der ersten bis zur letzten Spielerin. Die haben auch keine 15-Jährigen drin und keine 13-Jährige sogar. Aber die Lakers, das ist die Mannschaft der Zukunft, wollen wir es hoffen. Aufgepasst und wieder gut verteidigt. Lara Di Zagare, die ist auch nicht wieder zu erkennen im Vergleich zum ersten Spiel, wo sie dabei war gegen Aizulu Almaty. Hat sich jetzt einfach hier auch schon gut eingelebt, jetzt aber aufgepasst. Djurkovic wartet da an der blauen Linie. Die Doppeltorschützin jetzt am Buch Paschmandi. Kalia Petersen, also die Kali, wie sie mannschaftsintern genannt wird. Sehr positiver Auftritt der Lakers heute hier in Steindorf. Liegt jetzt Kalia Petersen am Eis, steht aber schon wieder die 1,78 Meter große Dame aus Bowmanville in Ontario. Ist ja wahnsinnig schwer, also Legionärinnen, gute Legionärinnen auch noch nach Kärnten zu bekommen. Alleine die Seen und die Berge, das ist zwar wunderschön bei uns hier in Kärnten, gibt es ja kein schöneres Fleckerl, aber das allein reicht nicht, um Großstädte wie Wien oder eben Budapest Vorteile, weil verdienen können die Mädels ja leider nichts. Das sind die richtigen Sessel. Das ist Gemütlichkeit pur in der Steindorfer Eishalle in weißen Sitzen. Thank you.
Nicole Guagliardo ist mir heute gar nicht so aufgefallen. Die ist wahnsinnig gut in der Scorerwertung, aber die haben die Lakers sehr gut im Griff gehabt. Ist Siebter in der Scorerwertung, 3 Spiele, 7 Punkte. Also gegen die Lakers schießt nur die erste Linie die Tore. Käse Sokio gut auf Alessandra Lopez. Guagliardo, jetzt ist sie wieder unterwegs. Verdeckter Schuss, schön gemacht. Und Anja Adamitsch wieder im Big Save, super. Samina Schall. Wieder kein Problem für die Anja. Spielen wir nochmal die Szene von vorhin ein. Dieser Big Save, wie du sagst, von der Anja. Hat gar nicht so gefährlich ausgesehen, aber jetzt kommt's. Aus kürzester Distanz. Ja, und da war sie wieder mit dem Schoner. Ich glaube, sie hat neue Schoner, die will sie jetzt sagen. Ich glaub, sogar erst mit dieser. Ja, ja, genau. Aber die Bullis, wie gesagt, MHC Budapest ist da Ligaspitze. Und die sind halt so wichtig, wenn man nicht unter Druck geraten will und so, dass man auch Bullis gewinnt. Müssen wir noch trainieren, aber die Trainingsbeteiligung, die gefällt dem Günter Ropatsch ja nicht so. Ja, überhaupt nicht. So. Wir haben auch tolle News für dich. Deine Stimme wird man heuer oder nein, nächstes Jahr ist die WM in Argentinien, die U18. Ja. Ja. Da wird man deine Stimme, was glaubst du, wo hören? Italia. Es wurde nämlich angefragt vom Internationalen Eishockeyverband, ob es irgendwie möglich wäre, den Stream auch live in China zu zeigen. Chinesinnen spielen mit und China ist aber so, da gibt es diese Geosperre, die Chinesen können normalerweise keine Streams aus Europa schauen. Und wir werden das irgendwie, wenn wir die Bilder und die Daten nach China durchwurschteln, dass auch die Chinesen ihr Eishockey-Team live sehen können. Ja, 3 Spiele. Wenn nur 10% von der Bevölkerung zuschauen, ist das Rekord. Ja. Deswegen habe ich dir heute schon das Buch mitgebracht, Chinesisch in 3 Schritten. Kannst schon anfangen. Ja, bei Tom, den noch nichts vor. Ja. Also lernen wir Chinesisch. Aber gut, dass du mich erinnerst, da werde ich morgen gleich Urlaub für diese Woche eintragen. Ja, habe ich nämlich noch nicht gemacht. Da wird es aber gefährlich, weil dann kannst du nämlich auch sämtliche Tattoos der Menschen identifizieren. Das wird ja auch spannend. Und so wer kann da, weil schon oft tätowiert wird. Oh, wieder Anja Adamitsch. So schnell, ja. Schuss war von Bernadette Nemeth und Nachschussmöglichkeit für die Catherine Kennedy. Nicht verwandt mit John F. Kennedy. Abgefälscht noch von der Nummer 12, ich glaube die Leitner war das. Und der Puck springt genau der Ungarin vor die Füße. 7 Minuten schon wieder vorbei in diesem letzten Abschnitt. Keine weiteren Tore. Und jetzt Käse Sokio zieht aus. Und die hat er nochmal. Wieder Kennedy, die ja gerade diese große Chance vergeben hat. Und jetzt Beate Zagare hat er den Puck rausgebracht. Oh, aber was für ein Move. Das muss man aber sagen. Wir später auf. Ja, Baker. Taylor Baker. Ventchek.
Solche Moves habe ich auch können früher, nur ohne Gegner halt. Ja. Für solche Moves war ich gefürchtet. Ja. In meinen Träumen. Ja, Schiri mit so einem Moves, das kommt nicht so gut. Der Mina Schall, da im Kampf an der Bande. Olivia Bryant. Uwe Fuchs versucht da, Zoe Hobisch einzusetzen. Die Zoe kommt aber leider nicht an die Scheibe. Ja, ist schon fast die Hälfte wieder in diesem Drittel vorbei. Geht dahin, ohne Unterbrechungen. Flott, ja, war für mich eines der besten Spiele, das ich bisher von den Lakers übertragen durfte. Simonis. Guter Schuss. Aus einem schwierigen Winkel war das von der Christina Schusser. Aber aufgepasst, jetzt die Topscorerin Fanny Garat-Gaspardé. Tor. Ja, ich hab's wieder einmal verschrien. Ich hab nur hinten das Netz zappeln gesehen. Ja, nicht umsonst ist sie Kapitänin und das noch besser als letzte ja, wenn Saison. Mal aus dem Handgelenk ja. Ins lange Eck. Schön gemacht, muss man neidlos anerkennen. Pain. Gut gemacht von Pain. Wenn eine Verteidigerin tief geht, bleibt immer eine Stürmerin an der blauen Linie und sichert ab. Kennedy. Alessandra Lopez. Stößt da mit der Kelsey Zocchio zusammen. Jetzt möchte ich aber diesen Move nochmal sehen von früher. Das dürfte diese Szene hier gewesen sein. Ja, Wahnsinn. Schauen wir uns das Taylor an. Taylor. Jetzt kommt es gleich, ja. Oder? Ist das diese Szene? Na? Oder? Tamina Schall. Noch keine Strafen in diesem letzten Abschnitt. Da hat Orsolia Varadi versucht, die Anja Adamic zu überlisten, aber nicht mit der Anja. Nemeth. Schusser. Jetzt vielleicht die Rothelm-Gang wieder unterwegs. Und wieder Emma Lindner, Kovic. Da hat der Trainer recht, sie hat ja keinen Stress, schlampig abgespielt. Und wieder Gasparic. Ah, ist jetzt daneben gegangen. Bartosz. Wieder Gasparic. Garat.
Gaui! Und mit der Fanghand ganz sicher wieder Anja Adamitsch. Genau 8 Minuten noch auf der Uhr. Und erst wird vergessen, wie kalt die Steindorfer Halle ist. Das glaubt man gar nicht. Weil du meine blauen Finger siehst, oder? Nein, weil meine Fussi kreuzern und die Hand. Ja, wieder ein Safe von der Anja. Da machen wir dann ein Bewerbungsvideo für eine Universität. Da haben wir viel Material, ja. Da müssen sie sich viel Zeit nehmen bei der Uni. Oder zuerst wird es wohl eher ein College werden, nicht gleich die University. Jetzt vielleicht Käse, Socki und Schade. Socki und Ben. Socki hat sich da leicht wehgetan, hoffentlich nur leicht, die Käse. Ja, war noch drin, die Scheibe. Dort Bahitschki. Grukovic. Wieder Grukovic. Ungarinnen setzen sich wieder einmal fest. So haben wir das im dritten Abschnitt noch gar nicht gesehen. Aber Alessandra Lopez. Die ist auch Wahnsinn. Arbeitet Vollzeit, ist da voll im Einsatz. Also eine Kapitänin, wie man sie sich wünscht. 6 Minuten 36 noch und die wird mir noch so ein Tor von den Lechers wünschen. Von einer jungen Spielerin am liebsten. Ist aber wurscht. Was ist bei dir jetzt jung? Ja, da hast du wieder recht. So jünger als ich. So alt sind sie und wirklich nicht, was du mir früher aufgezählt hast. Jünger 13, als ich. 16, 17. Ja. Mit jung meine ich jünger als ich. Dann ist die Auswahl relativ groß. Schön herausgespielt, diesmal Kalia Pedersen verlängert, die Kali. Ja, drittes Tor, Sofia Basmandi. Schauen wir auch wieder in der Wiederholung dieses Tor an. Da musste sie noch die eigene Spielerin ausspielen. Zieht dann hinter das Tor und den Pass. Und die sieht genau, die Ecke da ist offen und schiebt den Pocken ein. Pass von Alexandra Gaui. Da wo die Ungarin das. Die Ungarinnen machen das alles mit einer Ruhe. Da wo die Kärntnerinnen etwas hudeln zeitweise. Ja. Aber die werden auch noch diese Erfahrung sammeln. Und dann aber natürlich. Aber die Ungarinnen zeigen eigentlich auch eines. Die haben jetzt 13 Tore geschossen gegen die Lakers und 12 Tore die erste Linie. Du brauchst eigentlich nur eine Linie, die Tore schießt. Die letzten 5 Minuten brechen gerade an. Pedersen. Wieder einmal Socchio. Aber auch Frusina Szabo, sonst ja nur
Backup von Aniko Nemeth. Eine tolle Torfrau hat die heute auch ein paar Mal gezeigt. Binder, guter Vorcheck. Scheibe aber schon wieder bei den Magyarinnen. Icing. 4 Minuten und 5 Sekunden vor dem Ende. Und Face-Off vor dem Tor der Ungarinnen. Beim Face-Off Tamina Schall. Tyler Baker, die uns diesen super Move früher gezeigt hat. Bryant haut da über die Scheibe. Wieder kein Foul entschieden. Und der Günther Ropatsch versteht. Jetzt war aber lang ruhig. Die Welt nicht mehr, war lang nichts. Ja, war lang nichts. Emma Lindner geht danach und die Zoe Hovisch. Also der Einsatz heute bei den Lakers. Super! Lindner! Schade! Aber aufgepasst, Sophia Paschmandi. 3 Treffer hat sie schon erzielt, die Centerspielerin der ersten Linie. Gaui. Und Alessandra Lopez versucht es wieder einmal als Stürmerin. Da ist sie schon wieder, Sophia Paschmandi. Sokio Zagare bringt die Scheibe raus, aber auf Kosten eines Icings. Da gibt es keinen Wechsel bei den Lakers, weil das wisst ihr sicher als treue Eishockey-Zuseher, wenn eine Mannschaft ein Icing verschuldet, dann darf diese Mannschaft nicht wechseln. Sokio beim Pulli gegen Kennedy und Sokio gewinnt dieses Pulli. Zwei Spielminuten angebrochen, 1:6 steht es hier. Und wieder Big Save bei diesem Schuss von Alexandra Gowey. Schauen wir uns natürlich gleich wieder an in der Wiederholung diese Möglichkeit von der Gowey. Ja. 1:34 noch. Der Zusammenfassung, Rüdiger? Oder dein Resümee? Mein Resümee. Sehr positiv überrascht von der Kampfkraft der Lakers, die bis zur letzten Minute hier alles getan haben, um die Niederlage in erträglichen Grenzen zu halten gegen Ungarinnen, die eigentlich eine starke, richtig starke Linie haben. Mit den anderen zwei Linien konnten die Lakers durchaus mithalten, aber für mich auf jeden Fall wieder ein Zeichen, dass die Lakers auf dem richtigen Weg sind. Nur Training muss natürlich für alle Spielerinnen Pflicht sein, da gibt es ja keine Ausreden. Wenn ich Teil einer Mannschaft bin, dann gehört sich das einfach so.
Jetzt stell dir mal vor, die trainieren alle brav. Da ist ja noch viel mehr drinnen. Die Kalia Peterson, das muss ich auch noch sagen. Die Olivia Bryant, die Beate Zagade, die Haley Bain, das sind alles tolle Verstärkungen. Jawohl, wieder gehalten. Weg mit dem Und Kobold. Die letzten Sekunden laufen, 22 Sekunden noch. Schusser, na, könnte ein bisschen Buchsblick auch mal für die Kärntnerinnen da sein. 10 Sekunden. Nein. Da gibt es jetzt keinen Treffer mehr. Auf alle Fälle haben sie sich vom Ergebnis her verbessert, statt minus 7 nur noch minus 5. Und das Spiel ist vorbei. 1:6. Verlieren hier die Lakers oder MAC Budapest gewinnt hier in Steindorf. Nicht mit 1:6, sondern mit 6:1. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich sage danke, Janstl, dass ich mit dabei sein durfte, dass du wieder so tolle Bilder geliefert hast. Ist ja kein Problem, wenn du in Zukunft immer wieder selber den Sessel holst, dass du da sitzen darfst, ist das nie ein Problem. Ja, jetzt werde ich mehr Zeit haben, weil Tennissaison im Freien neigt sich dem Ende zu. Ja. Aber ich muss mich erst an die Kälte wieder gewöhnen, in gewissen Eishallen. In Mannheim ist es ja eigentlich schön warm. Noch einmal, danke fürs Zuschauen, thank you for watching, hope to see you next time again. Die Bis Spieler zum nächsten Mal. Warten wir noch auf die Spieler. Ja, die Alessandra Lopez, die Nummer 94. Das sind die zwei Kapitäninnen. Ach so, ich habe gedacht, das sind jetzt die zwei besten Nein. Spielerinnen. Die Kapitäninnen haben sich noch bei den Refs bedankt. Okay, gestern war es anders, da sind dann die Spielerinnen des Abends gewählt worden. Okay. Na, war ja so. Danke. Mir recht. Du hast mir fast geglaubt. Ich glaube dem Ernst Karl Wagner alles und er schwindelt mich ab und zu doch an. Du hast Danke die schönste noch. Stimme in Kärnten für Eishockey. Danke, Schatzi. Schönen Abend, Papa. Ja, ich sage auch einen schönen Abend. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Thema hat heute gepasst. Und für gestern möchten wir uns natürlich im Namen aller entschuldigen, dass das etwas eingefroren ist die ganze Zeit. Aber heute, glaube ich, ist das durchgerannt, durchgelaufen. Und wir sehen uns bald wieder bei den nächsten Heimspielen der Lakers hier in Steindorf. Es werden ja, was ich gehört habe, alle Spiele in Steindorf gespielt in der EBHL von den Lakers. Gleich ist das vorbei und den Stream im Nachgang könnt ihr natürlich dann auch wieder anschauen. Er wird in dieser Playlist unter dem Video automatisch dann erscheinen, vielleicht in 10 Minuten, eine Viertelstunde oder eine Stunde. Das sollte jetzt automatisch funktionieren und sonst in der Nacht sitze ich dann dabei und lade das Video hoch. Danke, tschüss, baba.